Willkommen zu Frequent Traveler TV Themenvorschau, heute für den Sky High Vielflieger Talk. Das ist ein Wochenrückblick mit Mario und mir. Mario kommt natürlich wie immer von seinem Golfplatz und da besprechen wir Themen, die diese Woche uns aufgefallen sind, wo wir sagen, da wollen wir noch mal ein bisschen das Licht drauf scheinen lassen. Die Themen dieser Woche sind klar strukturiert. Und zwar ist das der Swiss Green Tarif in der Schweiz, soll er verbindlich werden. Weiter geht's mit Amsterdam Schiphol, heißt also, dass man dort eine Reduzierung wegen Umweltschutz hat, der Flugbewegungen. Aber das Kabinenpersonal, aber auch KLM-Personal, auch von anderen Fluggesellschaften, die Gewerkschaft sagt, dass diese um ihre Jobs fürchten. Eurowings Discover trennt sich von dem Namen Eurowings und möchte nur noch als Discover mit dem gelben Logo weitermachen. Dann haben wir teure Tickets, da Flugzeuge fehlen. Das ist der Grund, warum Tickets im Moment so teuer sind. Dann geht es weiter mit dem Themenkomplex Lufthansa und Streik. Einmal, dass sie 3.000 Euro an das Kabinenpersonal bezahlen sollen. Lufthansa-Techniker wollen auch streiken. Dann planen die Piloten keinen Streik. Und man kann auch keinen schnellen Tarifabschluss erwarten. Also hier sehr viele Themen. Jens Ritter von der Lufthansa hatte ja eingeladen zu einem Presseevent. Da hat er gesprochen davon, dass er im Sommer viele zufriedene Gäste haben möchte. 50 Maßnahmen sind ins Auge gefasst worden, um dieses Erlebnis der Kunden zu verbessern. Auch das Einsteigen wurde zum Beispiel geändert. Dann haben wir die 380er, die Delta Alpha India My Klima, die ist in Frankfurt eingetroffen. Japan Airlines möchte Klamotten vermieten für die Umwelt, ja, ganz wichtig. Best Rate Garantie bei Hotels ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Die SÖP ist arbeitsfaul, hätte ich nicht gesagt, aber sie erwarten mehr Arbeit. Ryanair will wieder in Deutschland wachsen und jetzt kommt die wichtige Einschränkung, wenn die Preise stimmen für Sie an den Flughäfen. Und als letztes Thema mit dem Flugzeug zum Studium fliegen. Ist es etwas, was man machen sollte, weil man eine zweite Wohnung vermeiden möchte? Ist das eine Idee, die ihr gut findet? Werde ich mit Mario besprechen. Ich freue mich, euch heute Abend um 19 Uhr bei Frequent Traveler TV zu sehen und persönlich wieder zu treffen. Ihr könnt euch einbringen und dazuschalten. Wichtig ist der Sky High Vielflieger Talk heute Abend. Also, bis dann. Ciao.